Ja, hallo zusammen bei den Miracle Keepers of Magic, diesmal mit einem neuen Real-Life-Gameplay-Video, da wir ja immerhin wieder gesehen haben, dass das ist, was euch interessiert. Wir haben uns aber gedacht, wir spielen hier heute mal nicht irgendwelche Decks, die constructed sind, das heißt gefertigte mit 60 Karten, sondern wir wollten einfach mal ein Limited-Format probieren und online stellen. Vielleicht haben da ja auch Leute Interesse daran. Ja, in dem Fall haben wir ein Terros Display besorgt und werden hier uns aus 6 Boosters ein Terros Limited Spiel kreieren. Das heißt, wir entpacken also jeder für sich seine 6 Booster und erstellt aus diesen Karten, die wir gezogen haben, ein spielbares Deck aus 40 Karten. Dazu werden wir euch die gezogenen Karten kurz vorstellen, also einfach mal kurz vor der Kamera halten. Ja, aber an dieser Stelle mache ich erstmal einen Break. Und wir schauen uns an, was wir gezogen haben und was wir Schönes daraus basteln und wie das Spiel auch dann im Anschluss funktioniert. Bis gleich. Ja, hier stelle ich erstmal jetzt meine Karten vor, die ich gezogen habe in meinen 6 Boostern. Das wäre hier annullieren. Ja, ich hoffe, die Kamera stellt sich gleich ein bisschen schärfer. Ah ja, jetzt haben wir es. Annullieren, wie gesagt, Drachenumhang, Peitschenhieb, Küstenchimäre, Zentauren der Pferdesherde, verloren im Labyrinth. Hellsichtige Chimäre, Schluck aus dem Schierlingsbecher, der Fuchs Goliath, Tritonier Küstenräuberin, gebeinigter Held, Andenken sammelnde Gorgo, Zauberherz-Chimäre, der Hunderthändige, ja, und ein Gebirge und ein Token. Ja, ich gehe ja, wie gesagt, die Karten recht flott durch. Wir wollen ja schlussendlich zum Gameplay-Video und nicht hier ein Booster-Unboxing kreieren. Aber ich denke, jeder kann hier auf Pause schalten, so wie er will. Demolieren, vorhergesagtes Schicksal, Tapferkeit der Kampferprobten, Zwiesprache mit den Göttern, Schauderbald Minotaurus, Kränzelnd Minotaurus, Raubtierfütterung, Phalanx der Wiedergekehrten, anschwellende Wildheit, Titanstärke, Kampferprobter Hoplit, Schiffswrack Sirene, Heliodevangelistin, an Felsen gekettet, ein Sumpf und wieder ein Token, ein Soldat. Ja, das dritte Booster hat beinhaltet hier wieder den Drachenumhang, wilde Anrufung, hoffnungsfrohes Eidolon, Schülerin des Phänax, Bronzenobel, Schluck aus dem Schlierlingsbecher, Omenverheißerin, Kampfpriesterin aus Setassa, Master Geißel, Gesandter der Tassa, Magmastrahl, ja, Gesandter des Heliot, Pulacronus der Weltenverschlinger, ja, nicht schlecht, wellenschmetternder Tritonier und eine Insel und ein Vogeltoken. Das vierte Booster hat ein unbekanntes Ufer beinhaltet, ein bentischer Riese, unheilvolles Eidolon, annullieren, Laubkronentriade, grauer Händler aus Asphodel, Raubtierfütterung, Farikas Heilmittel, unbekannte Ufer, Satyr Hedonist, auch witzig, zweimal unbekannte Ufer, Triumph über das Böse, Jagd auf den Jäger, Abstreiten, Prophetin des Grufix und eine Insel und ein Vogel. Ja, bin auch gespannt, was Makon hier ziehen wird und was gebaut wird. Der Leoniden Schlingenwerfer, Grabelung, Akroische Schwertkämpfer, göttliches Verdikt, nessischer Renner, Schülerin des Phänax, wiedergekehrter Zentau, Dunstgeschöpf, Titanstärke, reisende Philosophin, Satyrflötenspieler, Prüfung der Tassa, Kragmer-Schlachtrufer und Tempel der Täuschung und eine Insel und eine Promokarte. Dann sind wir auch schon beim letzten Booster dran. Mit Begünstigter des Heliot, fleischgieriger Hengst, auftauchender Hippokamp, Flinkfedersandalen, Wassergestalt, Präsenz der Nilia, wiedergekehrter Zentaur, unerschütterliche Kriegerin, eine Omenverheißerin, Speerspitzengesandte der Nilia, Schmiedeeiserner Raubvogel, Errettung aus der Unterwelt,
Taxus von Meletis und ein Blaine und ein Soldat. Ja. Wollen wir selber erstmal ein bisschen durchlesen. Manche kenne ich ja selber noch gar nicht. Ja, jetzt werden wir gleich zu Marco und seine Karten gehen. Mit Wille der Götter haben wir hier. Dann die Küstenchimäre. Die Blutzollharpie. Priesterin des Iroas. Älteste Lagona-Herde. Nessische Natter. Reisende Philosophin. Dunstgeschöpf. Opaleinhorn. Zerfetzende Winde. Prüfung des Erebus. Prüfung der Nylia. Kundige Flammenseherin. Hytonia die Grausame. Ah, lässig. Wie auch ein Mystik. Ja, wie gesagt, hier hat Markon selbst natürlich die Karten vor die Kamera gehalten. Ich kommentiere das Video hier nach. Darum, man merkt, jeder arbeitet ein bisschen anders. Agent des Horizonts. Begünstigter des Heliot. Fleischgieriger Hengst. Auftauchender Hippocamp. Flinkfedersandalen. Wassergestalt. Keine schlechte Karte, meiner Meinung nach. Wellenschmettender Tritonier. Kuss der Viper. Speerspitzenoriade. Hat er, glaube ich, schon mal. Reisender Satyr. Heilerin der Farika. Horizontchimäre. Zauberherzchimäre. Hatte ich auch. Anthusa, Heldin von Setessa. Das war auch schon das Rare. Makon hat hier die Länder und die Tokens bzw. die Promokarten schon weggetan. So, dann kommen wir zum übellauniger Zyklop. Kavallerie Pegasus. Präsenz der Nylia. Asphodelwanderer. Eifer des Boten. Erinnernde Mauer, Zorn des Phufferus, Geflügelte Reiterin, Aus den Knochen lesen, super Karte meiner Meinung nach, gerade für ein Kontrolldeck, Segen Skorpion, Tritonier Glücksjäger, Dunkler Verrat, Akroischer Hoplit, Tempel der Geheimnisse. Ah, auch ein Tempel. Waren gute Booster dabei. So, dann kommen wir zu Booster Pack Nummer 4. Zentauren der Pferdesherde. Hoffnungsfrohes Eidolon. Erinnernde Mauer. Zwiesprache mit den Göttern. Übellauniger Zyklop, Schülerin der Nylia, Ende der Reise, spiele ich aktuell in meiner T2-Ding, Gelehrte des Arios, Zerfetzende Winde, Alt, Schatz der Tassa, wie gesagt, diese Ende der Reise spiele ich auch in meinem T2-Deck, wollte ich sagen, Lektion des Kriegers, Auge der Hexe, Zentaurenmeisterkämpfer, und was kommt jetzt? Ein akroisches Pferd. Ganz spannend eigentlich, immer so ein Sealed. Also ich finde ja Sealed sowieso immer spannend, weil es einfach ein bisschen herausfordernder ist, aber das sollte jeder selbst bestimmen. Ja, Höhlenampade haben wir hier. Akroischer Schwertkämpfer, Kavallerie Pegasus, Knistender Tritonier, Begünstigter des Heliot, Agent des Horizonts,
Zerfetzen der Winde. Phalanx der Wiedergekehrten. Stiller Handwerker. Umherstreifen der Satyr. Jetzt kommen wir zu den Ankommens. Blick des Ketzers. Glanzgeschliffener Hirsch. Super für, um zwei Mana reinzupuschen. Mogis Plünderer. Tassa, Göttin der Meere. Ah, Marco hat wieder mal echt hier ein Glück gehabt mit den Mystics. Und Booster Nummer 6 mit göttliches Verdikt. Segen des Erebos. Todessenken Plünderer. Auftauchen der Hippocamp. Bronzezobel. Nessischer Renner. Gelehrte des Atreus. Atreus, ja, genau. Tritonier Küstenräuberin. Kuss der Viper. Zorn des Furporos. Chronistin der Helden. Gesandter des Purpuros. Athlet der Arena. Und Waldkariatide. Ja, ich bin selber schon gespannt, was hier Marco und ich zusammengebastelt haben. Beziehungsweise bei mir selber bin ich natürlich nicht so gespannt. Ich weiß ja schlussendlich, was ich gezogen habe und wie ich es für mich am besten zusammengebaut habe. Ja, wir lassen das Spiel jetzt erstmal beginnen und freuen uns mal auf spannende Momente. Ja, also wie gesagt, kurz erwähnt zum Limited-Format, hier im Sealed-Format. Man spielt mit 40 Karten, nicht mit 60 wie gewohnt. Ich spiele meistens zwischen 22 und 24 Sprüchen, da sind auch Kreaturen damit gemeint, und den Rest auf Ländern aufgestockt, also meistens so zwischen 24 Zaubersprüchen und 16 Ländern. Somit komme ich auch auf meine 40 Karten und ich weiß aus Erfahrung von meiner Seite her, dass das am besten immer funktioniert hat bis jetzt. Meistens wird auch im Limited hier zweifarbig gespielt, wie man auch schon hier merkt. Ich spiele jetzt erstmal mit Blau, Mario Blau-Grün. Also ganz witzig, wir haben beide dieselbe Farbkombination anscheinend gewählt. Oder er hat nur den Tempel deswegen eingebaut, damit er skryen kann, das weiß ich nicht, aber ich denke mal nicht. Generell ist so, dass, wie gesagt, zweifarbig hier gespielt wird. Das lässt sich meistens nicht vermeiden, weil man einfach zu wenig Karten nachzieht von einer Farbe. Aber es funktioniert irrsinnig gut, also könnt ihr wirklich beruhigt sein. Ja, ich spiele als erstes jetzt gleich die Omen-Verheißerin aus. Ist meiner Meinung nach ein super Blocker, gerade im Anfangsstadium. Schau mir gleich die ersten obersten Karten dann an. Also ich habe hier ein bisschen einen Vorteil, was ziehe ich als nächstes oder brauche ich das, was ich jetzt als nächstes ziehen würde, und habe zugleich einen Blocker am Feld. Spielt man auch manchmal sogar in Tier 2 Decks im T2 Standard, gerade weil es eben eine billige Kreatur ist und auch ein bisschen Vorteil verschafft. Ja, Makon hat hier nur ein Land gelegt und hat dann wieder abgegeben. Ich lege mein drittes Land und spiele einfach gleich hier erstmal eine Ausrüstung aus. Das meine ich eben. Also solche Karten sieht man in einem normalen Deck überhaupt nicht, sondern man hat meistens hier immer die besten Karten, die es gibt für ein gewisses Deck. Eben drinnen und nicht eben solche wie diese Flinkfeder-Sandalen, die eine ausgerüstete Kreatur Flugfähigkeit und Eile verleihen. Ich habe immerhin mit der Omen-Verheißerin einen ersten Schadenspunkt erzielen können, da ich weiß oder hoffe, dass er nichts Besonderes auf der Hand hat. Ja, aber auch Markon, der wird jetzt hier gleich etwas legen. Er tappt hier 3 Mana und legt den Tritonier Glückssieger aufs Spielfeld. Der heroisch hat, immer wenn er Ziel eines Zauberspruches wirkt, den er spricht, dann zieht er eine Karte nach. Das ist super, um gerade ein bisschen mehr Kartenvorteil zu erwirtschaften. Kann manchmal sehr spielentscheidend sein, eben dieser Kartenvorteil. Aber ich antworte erstmal nochmals mit einer Omen-Verheißerin. Kennen wir ja schon, brauche ich nicht viel dazu erzählen. Kann eben damit wieder rausfiltern, was ziehe ich als nächstes. Brauche ich die Karte oder brauche ich sie nicht? Kann ihn im Prinzip auch seinen Drittturnier
mittlerweile dann auch totblocken, außer er würde ihn pushen. Mal schauen, was er eben als Antwort gibt. Ich gebe dann auch dementsprechend ab. Wohlgemerkt möchte ich auch dazu erwähnen, also ich spiele meistens zwischen 15 und 17 Kreaturen und den Rest nur mit Spells aufgefüllt, denn man muss bedenken, es ist relativ schnell und man hat nicht viele Doppelkarten drin. Man muss auch schauen, dass man dem Gegner die Leben entzieht. Also bitte tut euch da nicht und tut zu viele Spells, Pump-Spells oder was auch immer rein, sondern schaut wirklich, dass ihr diese Kreaturenanzahl erreicht. Ist irrsinnig wichtig. Ja, er antwortet hier mit einer Horizont-Chimäre, keine schlechte Geschichte, hat aber aufblitzen, könnte er als plötzlichen Blocker ins Spiel bringen, ist fliegend, verursacht Trampelschaden und immer wenn er eine Karte zieht, erhält er einen Lebenspunkt. Also finde ich auch nicht schlecht, gerade diese Kombination mit dem dritten Turnier, wenn der eben Ziel eines Zauberspruches wird, zieht eine Karte und würde eben durch die Chimäre einen Lebenspunkt bekommen. Und er hat natürlich einen soliden Blocker mit 3 Schadenspunkte am Verteilen, aber halt auch nur 2 in der Verteidigung. Ja, ich spiele natürlich jetzt, wo ich genug Mana habe, den Bulakronos, den Weltenverschlinger aus. Ich habe ja Glück gehabt, dass ich den gezogen habe. Er hat monströs einmal grün XX. Danach kann er Plusmarken bekommen. Und vor allem kann ich dann diese gewählte X an Schaden an verschiedensten Kreaturen aufteilen. Also ist für mich natürlich hier jetzt in dieser Situation extrem gut. Ja. Ich könnte natürlich jetzt sagen X1, dann müsste ich 3 Mana bezahlen, aber schauen wir mal, ich bekomme noch Länder dazu. Markun antwortet hier mit der Nessischen Natter, hat Reichweite, kann auch monströs werden, mit 4 sogar, ist eine 4-5er Kreatur, gar nicht mal so schlecht. Ist sicher solide hier als Antwort. Und gibt auch dann aber wieder ab und greift nicht an, denn ich würde natürlich mit meiner Kreatur hier doch seine Kreaturen töten. Er könnte natürlich mit dem Fliegenden angreifen, macht aber auch nicht. Ich überlege mir gerade selber natürlich, wenn man ein Deck gar nicht gewohnt ist, weiß man oft gar nicht, wie man die Antwort liegt. Das macht es auch wiederum spannend, weil ich denke mal, es passieren hier im Limited schneller mal Fehler oder man denkt sich, ah, soll ich jetzt lieber das oder jenes sprechen? Aber es ist eben nicht immer gleich wie bei einem Construct-Deck. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Vielleicht hinterlasst ihr auch Kommentare und teilt uns mit, wie ihr das Ganze mit dem Sealed-Format seht oder auch eben im Limited, da gibt es ja eben auch im Prinzip im Booster Draft zum Beispiel. Also, wie gesagt, wie steht ihr dazu? Und lasst uns Kommentare generell auch zu diesem Gameplay-Video, wie es euch gefallen hat. Ich spreche hier jetzt mit einem Mana die Wassergestalt aus. Damit kann die verzauberte Kreatur nicht geblockt werden. Gerade natürlich bei dieser immensen Kreatur eine super Geschichte. Und gehe natürlich auch in Angriff, damit ich ihn auf 14 Lebenspunkte runterbekomme. Jetzt kann er eigentlich nur noch um Removal Spell sprechen oder irgendwas in der Art, also wieder auf die Hand schicken oder so. Sonst kriegt er eigentlich diese Aura hier nicht weg und kann eigentlich meine Kreatur nicht mehr wegblocken. Ja, Makon spielt erstmal die Waldkaryatide aus. Sie ist flugsicher, Verteidiger, hat 0-3 und wenn ich ihn tappe, kann ich jedes... also einen Mana in einer Farbe meiner Wahl generieren. Und dann spielt er auch noch einen Spruch gleich aus. Tappt hierzu eben das Mana. Und spricht den wellenschmetternden Tritonier aus, der auch heroische Fähigkeit hat. Also immer wenn er Ziel wird von einem Zauberspruch, den er spricht, kann eine Kreatur seiner Wahl tappen. Sie tappt nicht während des nächsten Tapp-Segments. Also ein bisschen Verzögerer, wenn er eben Ziel eines Zauberspruches wird. Ja. Ja, ich habe ihn eigentlich jetzt mittlerweile sehr stark unter Druck gesetzt. Er hat zwar etliche Kreaturen nach außen. Meine Omenfresser habe ich mit Flugfähigkeit ausgerüstet. Eben, damit er seine Flugkreatur blocken kann, auch wenn er dadurch stirbt. Er geht auch in den Angriff. Ich blocke eine Kreatur hier, um eben nicht zu viel Damage zu bekommen.
und lass die andere Kreatur hier durch. Das heißt, in dem Fall stirbt meine Omen-Verheißerin, aber ich habe immerhin gut geblockt und gehe mit meinem Leben auf hier 16 runter. Aber er hat hier im Prinzip einen Blocker weniger, falls ich irgendwie was Spezielles hier noch sprechen kann. Ich spreche hier eben Land nochmal aus, habe hier jetzt 5 Mana. Das unbekannte Ufer erhöht eben den Mana-Vorrat um ein beliebiges, oder wenn ich ein anderes Mana dazu tappe und dieses Land tappe, generiere ich ein Mana von einer Farbe meiner Wahl. Jetzt habe ich immerhin schon 5 Mana draußen, also ich könnte jetzt überlegen, eine neue Karte dazu zu sprechen. Makon hat ja nur noch und dann 14 Lebenspunkte. Ich habe aber immerhin diesen Verschlinger draußen, der wieder 5 Lebenspunkte Minimum abzieht. Ich könnte ihn jetzt auch natürlich monströs machen mit X2, das heißt, ich zahle 5 Mana, und ich glaube, das mache ich auch jetzt an dieser Stelle, um eben den Druck weiter aufzubauen und ihm 7 Lebenspunkte zu nehmen, denn Makon hat ja kein Mana mehr übrig, kann also eigentlich nicht reagieren. Ich kann noch dazu eine Kreatur von ihm wegbouncen und dann auch dementsprechend in Angriff gehen. Hier entfernt er auch schon die Kreatur, die ich gewählt habe. Ich attacke hier mit dem Verschlinger und bringe ihn auf 7 Lebenspunkte runter. Das heißt, der Druck aufs Board ist extrem geworden, denn nächste Runde schaut es dann so gesehen wirklich ganz, ganz schlecht für ihn aus, wenn er nicht eine Antwort kriegt gegen den Verschlinger. Ja, ich denke, momentan bin ich wirklich nicht unter Druck und ich glaube auch, das Spiel hier gewinnen zu müssen. In dem Fall, man sieht, es geht relativ einfach. Hatte natürlich auch ein bisschen Ziehglück hier, denn Makon hat ja wirklich die größere Menge an Kreaturen draußen. Solange er keine Antwort auf der Hand hat, kann er eigentlich nur zusehen. Und das ist eben das Schwierige, auch wiederum beim Limited. Man hat halt nicht immer die Antwort parat. Man kann natürlich auch das Deck ein bisschen umbauen mit den Karten, die man gezogen hat für die Runde 2. Ich denke, das wird auch passieren hier an der Stelle. Wenn er jetzt, er spricht jetzt aber trotzdem noch was aus, aufgeben tut man nicht. Ja. Prüfung der Nilia, also die verzaubert eine Kreatur. Immer wenn sie angreift, lege eine +1/+1 Marke auf sie. Falls dann 3 oder mehr +1/+1 Marken auf ihr liegen, opfere die Prüfung der Nilia. Wenn man eben diese dann opfert, kann man 2 Standard in der getappten Schwingung. Eine super Sache, eben um hier schneller zu rampen. Wobei an Mana scheitert es nicht. Er hat immerhin 7 Mana schon draußen, also mehr wie ich. Ich block natürlich hier, um nicht noch einen Schaden zu kreieren. Er legt eine +1/+1 Marke drauf. Und ich nehme hier den Schaden und gehe mittlerweile auf 14 runter. Ja, ich spreche halt jetzt nochmal trotzdem einen Spruch, einfach nur um euch ein bisschen was zu zeigen. Bräuchte ich wahrscheinlich nicht mehr, denn er kann nicht wirklich reagieren, sonst hätte er es schon gemacht. Spreche hier die Gesandte der Nylia, damit könnte ich sogar eine Kreatur verzaubern. Sie hat Trampelschaden und wenn ich eine Kreatur verzaubere, kriegt diese auch noch +3/+3. Ich rüste sie auch noch mit dem Artefakt aus und somit kann sie auch gleichzeitig angreifen. Ja, das war's auch schon für diese Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst auch Kommentare, wie ihr diese Runde gefunden habt, wie ihr gespielt hättet. Lasst ein bisschen Feedback da, so können wir uns auch verbessern und für euch besseres Material liefern. Gut, wir machen hier einen Brech, schalten in Runde 2 und schauen uns dann das Spiel 2 an. Ja, Makon hat hier leider bei Runde 1 ein bisschen Pech gehabt. Schauen wir mal, wie es Runde 2 läuft. Vielleicht hat er es ja auch umbauen können, so dass er mehr Druck ausüben kann. Ich hatte natürlich mit diesem Bulakronos doch relativ früh Druck aufgebaut, gerade in Verbindung mit der Wassergestalt. In einem Constructed Deck würde das keine Hürde darstellen. Da würde die Kreatur einfach zerstört werden. Ja, mal schauen, wie das Spiel hier verläuft. Ihr könnt auch gerne mal Fragen, auch Regelfragen stellen.
und uns hier posten und kommentieren, beziehungsweise wenn Bedarf da ist, und es sind Magic-Neulinge auch dabei, die was das ganze Spiel anschauen, dann können wir auch ein Video über Sealed generell durchführen, damit man ein bisschen diese Regeln näher bringt und wie die Empfehlung ist. Also sagt uns einfach, was ihr wissen wollt, oder sagt uns einfach auch, was ihr sehen wollt. Ja, schauen wir mal. Markun eröffnet hier gleich mit der Triebturnier-Küstenräuberin. Ist eine 1-2er-Kreatur, kostet aber gerade mal ein blaues Mana und hat somit ganz früh eine Kreatur draußen. Ich spiele ein Land, gebe auch schon wieder ab. Hab nichts Passendes auf der Hand, was eben schnell rausspielbar ist. Markun hingegen spielt den reisenden Satyr, was wieder ein Land enttappt und somit ein bisschen rammt und greift mich natürlich mit der Räuberin an und ich gehe auf 19 Lebenspunkte. Jetzt kann ich auch die erste Kreatur sprechen. Das ist der Bronzezobel. Ist eine 2-1er Artefakt-Kreatur mit 2 Mana-Kosten und erstmal ein Bieter da. Und gebe auch schon wieder ab. Der Markon hat drei Länder und greift mit der Räuberin an. Ich entscheide mich zu blocken. Somit sterben beide Kreaturen. Hatte ja nicht gedacht, vielleicht hat er einen Pumpspruch drauf. Das heißt, er ist bekanntlich für grün, aber hat er nicht in dem Fall. Ja, ich lege mein drittes, gebe aber auch gleich wieder weiter ab, weil ich nicht sprechen kann. Markun legt auch wieder an und greift halt mit dem Satyr an und bringt mich auf 18 Lebenspunkte runter. Momentan kann ich nicht wirklich reagieren, aber am Anfang ist das ja noch halb so wild. Später wäre es dann ein bisschen schlechter. Ich spiele jetzt auch erstmal eine Kreatur aus. Und zwar die Küstenchimäre. Die ist fliegend, eine 1-5er Kreatur, also super Blocker. Kostet aber auch 4 Mana. Für eine Ankammer ein super Blocker. Und ich könnte es theoretisch, wenn ich ein weißes und ein farbloses Mana bezahle, eine weitere Kreatur blocken. Oder auch dementsprechend noch öfters, wenn ich es nochmal bezahle. Hab kein Weiß hier im Splash, also werde ich auch nicht viel machen können. Aber jetzt gebe ich erstmal wieder ab und lasse Makron wieder ans Spiel, der jedoch seinerseits auch wieder abgibt. Ja, ich habe natürlich durch diesen Blocker ein bisschen den Druck genommen. Überlege ja, wie ich am besten die Mana hier und spiele die unerschütterliche Kriegerin aus, die heroisch hat, also sie kriegt kriegt 2 plus 1 Marken, wenn sie Ziel eines Zauberspruches wird, den ich spreche. Ja, ich gebe den ab. Aber Markon muss auch schon wieder abgeben. Irgendwie hat er gerade ein Landproblem, wie es aussieht. Und ich kann froh und munter hier weiter im Prinzip aufbauen. Das ist natürlich schlecht, wenn man ein bisschen Mana screwed ist. Es kennt jeder, es ist ärgerlich, aber leider lässt es sich manchmal nicht verhindern. Und spreche erstmal die anschwellende Wildheit aus, wo ich eine Kreatur meiner Wahl plus 2 kriegen lasse, indem ich im Nachenangriff, wo er nicht blockt, die Kreatur pushe und bringe sie somit eigentlich auf 6 Schadenspunkte. Plus greife natürlich auch gleich mit meinen Fliegenden an und bring Markon schon auf 13 Lebenspunkte rum in einem Zug. Spiele dann in meiner zweiten Hauptphase die Satte Flötenspiel aus, wo eben ich 4 Mana zahlen kann. Eine Kreatur deiner Wahl muss in diesem Zug geblockt werden, falls möglich. Also ich kann damit schön und zielsicher Kreaturen aus dem Spielfeld nehmen. Ich verfolge natürlich meinen Plan, weiter aggressiv zu sein, nachdem er wieder abgibt und spreche erstmal Raubtierfütterung aus, kann eine Kreatur meines Gegners bestimmen, die gegen eine Kreatur von meinen kämpft. Wenn sie stirbt, erhalte ich 3 Lebenspunkte dazu. Das mache ich natürlich mit seinem Satyr, um ihn vom Spielfeld zu räumen, bevor ich hier in den Angriff gehe. Klappt doch wunderbar. Mit ganz einfachen Sprüchen kriege meine 3 Leben dazu. Bin dann auf 21, nicht, dass ich mich hier verrechne, und greife dann natürlich mit alle 3 Kreaturen an und teilt dementsprechend hier ordentlich Schaden aus.
Ja, hier hat wirklich Marco das Nachsehen. Ich glaube, dass einfach nicht die passenden Sprüche auf der Hand sind. Das ist immer ärgerlich bei sowas. Ja, nachdem ich hier Marco auf 6 Lebenspunkte runtergehauen habe und er eigentlich wieder keine Antwort parat hat, ist das Spiel wohl gelaufen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch jetzt wirklich verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaut wieder rein und ihr seht, Sealed ist wirklich lustig. Wie gesagt, teilt uns auch eure Erfahrungen mit und wie gesagt, würde uns generell freuen, wenn ihr Kommentare hinterlässt. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mirkelkippers.